Nein, an euren Geräten ist absolut gar nichts kaputt. Das ist tatsächlich nochmal der Anfang von LEGO Marvel Super Heroes. Jetzt aber mit der Vollversion, die ich, Michael Obermeier, hallo, zusammen mit Christian Fritz Schneider spiele. Hallo. Das ist vermutlich jetzt nochmal genau das Gleiche, was wir schon mal in der Demo-Version gezeigt haben. Das heißt, wenn ihr die schon gesehen habt, dann bekommt ihr nochmal so viel Unterhaltung. Zum gleichen Preis, nämlich für lau. Aber mit neuem Intro. Cool. Schauen wir doch mal. Ach, das ist dieser Iron Man. Aber dir geht's jetzt an den Kragen. Iron Man! Dann nähert sich ein Schiff. Vorsicht! Es eröffnet gleich das Feuer! Nein, der Surfer. Tony, bist du okay? Au, au und mehr au. Oh, so Dr. Doom bestimmt. Mit diesen kosmischen Steinen werde ich die Welt beherrschen. Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird. Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast, anstatt es in 1000 Stücke zu zerschießen. Die Avengers sind aufgetaucht. Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte. Dein Plan ist immer noch fantastisch. Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche. Ich finde ihn eher spektakulär. Vielleicht auch überwältigend. Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert. Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Dooms Doom Ray. Den Mund ganz schön vollgenommen, aber gut. Apropos. Ruhe! Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden, damit meine Waffe funktioniert. Zu Befehl. Dr. Unheil. Dr. Unheil? Okay, ihr Bullen! Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen Steine gebracht haben! Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn! Mitten im Berufsverkehr im Hauptbahnhof Geisel nehmen? Das nenne ich mal kriminell. Howdy, hi. Hulk Smash. Hulk, denk in Zukunft immer daran. Erst gucken, dann springen. Ich weiß, Schurken. Die Shield-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsplan ausdenken. Oder wir hauen uns einfach durch nach drin. Guter Plan. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Was für ein Chaos. Haben wir in dieser Stadt nicht eben erst aufgeräumt? Vergiss nicht, du agierst im Team. Ein Glück habe ich heute früh noch meine Batterien aufgeladen. Ich habe das Gefühl, das wird ein langer Tag. Ja, da sind wir wieder in New York, in dem Level, den wir schon als Demo erlebt haben. Haben wir denn wieder die gleichen Charaktere? Ja, oder? Ja, genau. Wir waren auch Iron Man und Hulk. Ich bin der Iron Man. Ich kann mich zurückverwandeln. Das ist der Hulk. Ich komme mal mit dir mit. Und die Öffnungssequenz, die hatten wir aber so vorher nicht gehabt. Da war noch mehr jetzt mit dabei, mit Dr. Doom und Genau, diese ganze Story drumherum, die kannten wir sogar nicht. So. Was sollte denn das mit Dr. Unheil? Keine Ahnung. Tippe ich mal drauf. Ja, wir haben uns, wie ihr seht, dazu entschlossen, mal auf Deutsch zu spielen. Ich weiß gar nicht, wäre in der Version, die wir haben, die Englische überhaupt mit drin gewesen? Ich glaube schon. Also wir spielen es jetzt gerade auf der Xbox. Wir haben die Demo ja damals auf dem PC gespielt.
Und da dachte ich ja noch, dass diese ganzen, dass es so viele Steine gibt und so, und dass die alle beeinflusst werden, dass das nur in der Next-Gen-Version oder in der PC-Version drin sein, wegen Physics. Ist aber gar nicht so. Also es ist in der Xbox 360-Version und PS3-Version auch drin. Deshalb können wir das jetzt erstmal spielen. Wir steigen aber vielleicht im Laufe des Let's Plays noch um auf die PC-Version. Aber die läuft ehrlich gesagt noch nicht. Die läuft erst ab dem 15. Ja. Und wir nehmen es jetzt schon ein paar Tage vorher auf, weil Michi gerade Zeit hat. Ich bin zwar gerade erst aus den USA wieder da und eigentlich bin ich könnte ja froh sein, dass sie nicht wieder rausgelassen nur schlafen und essen. Gleich weiter nach Guantanamo geschickt haben. Ja, es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass das irgendwann mal die Endstation ist. Hulk, mach mal hier auf. Ich mach mal auf. Zack. Achso, jetzt erst stimmt, das kann ich ziehen. Etwas kraftvolleren Angriff. Ja, das ganze Spiel schon nach dem Avengers-Film. Also genau. Obwohl wir nicht wissen, warum Loki schon wieder frei ist, oder? Der ist ja eigentlich in dem zweiten Thor-Film, der gerade im Kino ist. Nicht. Ich sag nichts. Aber ja, der ist noch zu frisch, glaube ich. Weil es fängt damit an, dass der noch nicht im freien Fuß ist, sondern noch. Vorbei, um reinzukommen. Ne? Genau, da ist er noch eingesperrt. Ja. Ich glaube, es sind schon weniger Steine als in der. Ja, scheiß Spiel. 50 Punkte Abzug. 150. Hui! Ich glaube, das ist auch nicht wirklich, das ist hier so eine Zusammenfassung von allem, was es so, genau wie bei den Lego DC-Spielen. Das ist jetzt nicht nur dieses Avengers-Universum, sondern eben alles, was irgendwie Marvel zu tun hat. Aber irgendwie kann ich, was? Das kann ich einschießen, oder? Den Hulk-Smash musst du machen, oder? Ach nee, genau, und jetzt kann ich was machen. Ah nee, jetzt kann ich erstmal was bauen. Zack, zack, zack. Ich kann gar nicht drauf, was ich. Jetzt kannst du, genau, ja, kannst du. Wofür verwandle ich mich ja eigentlich? Ich weiß wofür, für die Achievements. 50 Mal verwandeln und schwuppdiwupp schon gibt es ein Achievement. Super Smash. Das machst du im Büro aber auch immer. Dieses, dir die Klamotten ja. vom Leib reißen. Ach so, ich dachte, ich muss mich verwandeln. Na dann halt nicht. Mist. Kurz bevor die Fritz wieder ja. Fritz Dance. Wenn ihr übrigens wisst, dass die Fritzfinger sind, gut für euch. Wenn der Fritz in totaler Tanzekstase ist, dann packt er seine beiden Zeigefinger aus und zeigt damit wild in die Menge. Dann wissen alle, es ist. Ihr seid gemeint. Es ist Zeit, hart abzutanzen. Ich Quicktime uns nicht mal raus. Boah. Kann ich ihm eine reinschießen? Ich glaube, das ist meine Angelegenheit. Siehst du dir mal deine eigenen Gegner? Gott, ich mach hier also die Sandleute kaputt. Räum da mal lieber. Ach, schau mal, wie er ihm da die Hand ins Gesicht drückt. Wow. Mickriger Gott. Der ist doch laut Film eigentlich auch weg, oder? Eigentlich ja. Komm, ich geh dir zur Hand. Ich hab nämlich zwei davon. Ach, im Gegensatz zu allen anderen. Überall ist Sand, aber es wird trotzdem kein Strandspaziergang. Ach so, das ist auch neu. Mach das doch mal. Ist gespeichert? Ja. Zack. Jetzt wissen wir aber, weil wir das ja schon mal gespielt haben und dass die Menschen in den Kommentaren darauf hingewiesen haben, hier irgendwo links kann man Stan Lee retten. Also irgendwo in diesem Bahnhof. Stan Lee, okay. Stan Lee. Ist er da oben? Nee. Das ist nicht Stan Lee. Dir hier! Er war in irgendeinem von dem Automaten drin. Juhu! Stan Lee! Ah, du kannst sie sogar steuern. Hey, oder? Nee, er läuft weg. Der deinen Superhelden auf Schritt und Tritt folgt. Du solltest Stan immer helfen, wenn du siehst, dass er Hilfe braucht. Diese goldenen Sachen können wir nicht zerstören, ne? Da brauchen wir irgendjemanden mit einer anderen Fähigkeit. Wer das nicht weiß, und das sollte eigentlich jeder wissen, also Stan Lee, der sich ganz viele Marvel-Helden ausgedacht hat, taucht auch in nahezu jedem von den Marvel-Kinofilmen als immer so einer kleinen Nebenrolle auf. Im neuen Tor 2 ist er doch auch irgendwo drin ja. zu sehen. Wo war er denn da noch? Ja, ich sag's nicht, aber er ist auf jeden Fall da. Ich kann mich daran erinnern, irgendwo sitzt er und ja, sagt genau. was. Mach doch mal hier diese, ich weiß gar nicht genau, was das sind. Fahrkartenautomaten. Ah ja, stimmt. Mach die doch mal kaputt, die Warte sind bei mal. Mir rechts. Wir hatten ja auch in unserem PC-Let's Play eine
sehr repräsentative Umfrage zum Thema dynamischer Splitscreen abgehalten und glücklicherweise nicht geachtet, ob das Ergebnis ist. Warte mal, ich kann ja mal schauen, ob es überhaupt geht. Zack. Das ist aber irgendwie, ich finde das eigentlich mit dem Dynamischen besser. Ja, aber es wirkt an manchen Stellen auch sehr unordentlich. Okay. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Vielleicht gucken wir Lego Let's Play LP macht es bestimmt ja. Viel besser. Der sieht schon durch. Der Warte mal, Lego Let's Play LP ich ist also Landung im Hauptterminal. Wie hieß der denn? Lego den Meister da, LP. Ach stimmt, genau, den wir uns da ausgedacht haben. Ist ja ausgedacht. Ich gab's den schon. Zack. 18 davon kaputt, mal. Moment, da habe ich einen Smash. Ein Smash! Noch einer. Und nochmal. Ich kann euch leider mit Marvel-Trivia nicht so sehr versorgen wie mit Batman und DC-Trivia, bin aber trotzdem dem Marvel-Universum sehr zugetan. Das heißt, wenn ich Blödsinn erzähle, dann... Ich habe euch ja gewarnt. Kollegin Antonia aus der GamePro-Redaktion... Ja, Redaktion. Hat das Spiel auch schon durch und ja. Meinte, ja, ist super, ist besser als Batman. Batman 2. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Okay. Also. Mauern nicht gut, halten nur Menschen auseinander. Sehr gut. Sehr intellektuell von dir gesprochen. Ich glaube, du kannst hier oben diese Uhr zerschießen, ne? Ja. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich nächste Woche bin. Was machen wir denn mit diesen rot leuchtenden? Das ist auch wieder super Kräfte für irgendwelche anderen Viecher, oder? Hier? Was hier? Das übermenschliche Sinne. Spidey da bräuchte Sense. Man Spidey Sense, ja. Genau. Ich war ja jetzt in Disneyland. Ich war ja auf der BlizzCon in Anaheim und dann hatte ich einen Tag noch da für mich und war in Disneyland. Also und da gibt's die Iron Man Experience. Da haben sie nämlich diesen Raum nachgebaut, also diese Tony Starks Iron Man Waffenkammer, wo die ganzen Automaten rumstehen. Und da kann man sich dann da auch, wenn man. Das ist eigentlich für Kinder gedacht. Ich habe mich aber trotzdem dazu erblödet, das zu machen. man kann sich dann da hinstellen und per Motion Tracking kriegt man dann eben einen Iron Man Suit auf den Körper so. Und dann kann man sich eben bewegen in den Suit und rumfliegen und rumschießen. Das ist ein Hammer. Das ist schon cool. Vor allem, dass da wirklich die von den gleichen Requisiten bauen, die auch die Filmrüstungen gemacht haben, stehen halt da die verschiedene Anzüge rum. Also auch dieser, wo er da in Gefangenschaft, den sich in der Höhle gebaut hat. Das ist das Gebäude, das noch nicht mir gehört. Das war super. Das war cool. Ich glaube, du musst hier auf der rechten Seite das einschießen. Das Geschütz, Gerüst. Bitte. Nee, da musst du fliegen zu. Stand da gerade in der Anleitung. Jetzt B gedrückt halten, jetzt kannst du drauf schießen. Sehr fein. So, warte mal, kann ich das im Fliegen dann auf den Superangriff machen? Den da. Ach cool. Da schieße ich halt hier, siehst du, dann lädt er alles auf und dann schieße ich halt vorne zu. Ja. Da hat er auch schon den Anzug aus dem zweiten Iron Man, oder? Ja. Mit dem Dreieck. Hier kann man, glaube ich, was bauen. Da stand eben schon Mark 6 dabei. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Du müsstest hier was bauen. Hast du noch auch? Ja, aber ich will nicht fahren. Du willst noch ein Stivo haben. Stimmt. Jetzt ja, spät. Jetzt ist der weg. Jetzt musst du aber trotzdem so da hinpacken. Ja, toll. Jetzt hast du dich verwandelt. Mensch. Ja, warte, ich kann es ja einfach normal machen. Was war da gerade? Lego-Figuren, die über Feuer haben können? Was? Brennen. Wir müssen die Anleitung mehr lesen. Spielen ist bestimmt wieder. Auch das spielt total falsch. Nur können. Okay. Also, wenn dann. Johnnys Flamme. Die menschliche Fackel zum Beispiel. Johnny Storm ist es dann, oder? Sue Storm ist die Invisible Woman. Reed Richards ist der. Die U-Bahn zum Bugle. Scheint, als müsste ich mir meinen Weg durchkämpfen. Spider-Man! Kein großer Spider-Man-Fan. Was? Nee, weiß nicht. Obwohl, in den Comics schon noch. In Comics schon noch irgendwie. Aber ich mochte ja die Tobey Maguire. Danke, dass so du vorbeigehüpft bist, Spider-Man. Hm. Ihr Avengers habt es schon wirklich drauf, Chaos anzurichten. Hey, das habe ich gerade ersetzt.
Vielleicht ist es noch zu früh, dieses Urteil zu fällen, aber ich bin kein großer Fan der deutschen Vertonung bisher. Das geben wir ihm mal noch Bedenkzeit. Ich wusste schon immer, dass um deinen Namen viel Wirbel gemacht wurde, Tony. Aber das hier geht etwas zu weit. Wir Spider-Man! Müssen Pepper sagt Spider-Man. Immer, ich war mir einfach mal ein bisschen auf. So, was müssen wir noch gleich machen? Wir mussten hier das A kann ich doch irgendwie runterziehen. Wir müssen erst die Generatoren, glaube ich, wegmachen. Warte, genau, wenn ich jetzt mal Iron Man und mit. Aua! Mit Iron Man schießt das hier da vorne mal rein. Mit der Uhr. Das ist auch ein Problem, dass man wieder kaputt machen kann, wenn man die richtigen Uhren hat. Wo meinst du? Hier vorne, schau mal. Hier. Ach, das. Oder so, da braucht man irgendwas lila, das haben wir die Fähigkeit sicherlich nicht. Telekinese. Ja, klar. Das kann doch die Invisible Woman, oder? Ja. Professor Xavier könnte das auch. Wer weiß, ob der hier auftaucht. Obwohl, wenn in dem Spiel 100 Charaktere freizuschalten sind, dann muss der ja auftauchen. Halt. So viele haben die ja auch. Das ist eine meiner Lieblingsstellen aus dem X-Men-Film. Als Wolverine da zu den X-Men kommt und dann alle fragen, wie sie heißen, dann kommt Professor Xavier im Rollstuhl an und er sagt, und wer bist du? Racer. So böse. Hast du den Trailer zu dem zweiten jetzt schon gesehen? Von was? Zu dem zweiten quasi Avengers. Prequel Days of Future Past. Genau. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie das alles so zusammenpassen wird. Könnte großes Potenzial für viel zu viel Charaktere für einen Film. Ja. Aber mal sehen. Ich fand halt, ich mochte den First Class total gern. Ja, ich fand den richtig cool. Ach, das war's auf der Seite schon. Ja. Schau doch mal, was kannst du denn hier machen? Ach, hier kannst du speichern, oder? Kann ich hier auch speichern? Klopf, klopf. Hulk speichern! Ja, aber ich darf nicht speichern. Drück du mal A. Ja, der Hulk kann doch nicht speichern. Du bist ja nur zu klein. So, was kann ich jetzt mit Spidey machen? Achso. Ach, guck mal, mit Iron Man könnte ich das zerschießen. Warte mal, ich geh mal in Iron Man. So, und jetzt hier auf das... Moment. So war das, ne? So, zack. Ah ja. So, und jetzt kannst du... Aber jetzt kann ich das da runterziehen, oder? Hier. Ah ja. Genau. So war das. Was gibt's denn noch für netzschwingende Charaktere? Venom zum Beispiel. Ah, stimmt. Weil der ja ein Symbiont ist. Hätte ich alle Hände voll zu tun hier. Doch, der hat auch Netze. Und wen noch? Generell alles, was so. Alles, was. Günther Netzer. Boah, wäre das awesome. Nee, ich glaube, alle so aus der dieser ganzen Extended Symbionten-Familie, so Carnage und. Weil das sind keine Netze, ich glaube, das ist dann irgendwas anderes. Ja. Wer weiß es? Wer weiß es, wer weiß es? Wir machen Pep, Pep. Da hochfliegen? Ah, doch, ich kann aufsteigen. Also, das ist der Hulk. Ach, ich muss tatsächlich jetzt Brenner da runter. Banner. Stimmt, Banner. Wieder zeigen, dass ich keine Ahnung von den ganzen Figuren habe. Kommst du denn da irgendwie hoch? Ich muss mich verwandeln. So. Und wieder dem Achievement ein bisschen näher gerückt. 50 Mal muss ich das machen. Zu viel Zeit habt ihr noch, oder? So. Und zack. Das klappt schon. Kannst du mal bei mir bleiben, dann müssen wir uns den Monitor nicht rein. Ach, schau mal, wie nett der sich da oben festhält. Man weiß zwar nicht an was, weil eigentlich dürfte da nichts über uns sein an der Stelle. Was ist das? Ach, guck mal, siehst du dieses Wasser? Ja. Das war in der PC-Version dann noch, dass du es beeinflusst hast, oder? So ein bisschen besser sieht die schon dann aus. So ein bisschen Gelee-artig sah es trotzdem aus. Ich glaube, irgendwann steigen wir nochmal um. Hä, jetzt bin ich jetzt Tony Stark. Ach, wohl nur der. Da wurde der Stark. Nee, du musst, glaube ich, schon halten. Oh nein! Ich schmelze! Ich meine,
Jetzt muss man doch irgendwas auf ihn werfen, oder? Das hier sieht ja, das genau. Da sind noch so Griffe irgendwie dran. Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Smashen. Ich habe schon genug Probleme, auch ohne Sand in meinem Kostüm. Sollen wir hoch mit dir dann? Du bist jetzt hier rüber, oder? Ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Jetzt zeige ich's euch. Dieser Typ treibt's echt zu weit. Hat da jemand was von Treibsand gesagt? Stimmt, mir wankt der Boden unter den Füßen. Ach, schau mal, jetzt hat sich hier irgendwie. Ja, ganz klar. Wie ist denn das nochmal passiert? Ich hasse es, hammermäßig überlegen zu sein. Aber ihr zwei habt es nicht anders verdient. Bauen. Lass mich durch, ich bin Ingenieur. Hübsche Schwör. So, jetzt kann er Hulk das nehmen. Ja, bin ich. So, zack hier. Wir mussten dann, glaube ich, irgendwie nochmal hier vorne was dran bauen. Oder hast du das was daneben geschmissen? Jetzt. Und jetzt zum Hulk. Was hält er denn da eigentlich immer in der Hand? Seine Sandwich-Buchsen oder was ist das? Das ist einfach seine Hand, die er in der Hand hält. Dieses Mal habt ihr mich gekriegt. Aber ich werde euch dennoch schlagen. Ja genau, jetzt kann man nämlich hier noch was machen. Und zwar... Ich hasse es, so hammermäßig überlegen. Da brauchst du was mit den... Ja, mit Netzen kann ich da... Aber ich kann was mit Iron Man machen, ne? Ja, Iron Man. Das ist ab. Zack. Das ist auch weg. Wow. Lass mich zerrissen. Ja. Zack. Alles klar. Stimmt, cool. Spidey Sands. Ah, ich glaube, da oben ist irgendwie so ein Netzteil. Ja. Auf. Ja. Yeah. Jetzt muss der Hulk wieder reinhauen. Total für so ein Kinderspiel, oder? Das soll das gar nicht ein Kinderspiel sein. Das ist, glaube ich, ein 18er. Gute Frage, was steht da? 12. Naja, gut. Die Kinder sind ja heute abgehärtet. Sichere diesen kosmischen Stein, Coulson, und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen Vier bringen. Ja, Sir. Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Skysurfer, dem ihr begegnet seid. Reed Richards ist beauftragt, herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bei diesem Einsatz gibt es immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrieprüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen. Und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Die besetzen Angst mit Angst. Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor? Und heißt das, ich kann nicht mehr so lange in der Wanne liegen? Keine Ahnung, ich wünschte, ich wüsste es. Und ja, Tony, begib du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten. Ja, es ist zumindest in deutscher Sprache erhältlich. Auch nicht schlecht. Erträglich wohl eher nicht. Ich weiß nicht, was machen wir denn da? Schalten wir oben auf Englisch? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir schon damit angefangen. Das Problem ist ein bisschen, diese Lego-Let's Plays haben auch verhältnismäßig viele eher jüngere Zuschauer. Die keine Englische können. Oder teilweise ja auch Leute geschrieben haben, dass sie es dann vielleicht mit ihrer Familie schauen. Das ist schon ein bisschen blöd. Lassen wir es mal auf Deutsch. Ja.
Es gibt übrigens für alle, die es auf Englisch erleben wollen, bei diesen Videospielen immer noch die Option, in die Läden zu gehen, dem Verkäufer dort Geld zu reichen, und dann kann man es erstens besser machen als wir und zweitens auch in der Sprache. Nur für diejenigen, die das vielleicht nicht wussten. Damit haben wir den ersten Level geschafft. Excelsior. Und wir haben zwei Lego-Steine. Das ist schon mal mehr als in der ersten Folge von Lego City. Ich komme mir echt vor, was geschafft zu haben. Aber hallo. Wir haben es leider nicht ganz auf Held geschafft. Was bist du denn vielleicht? Irgendwie ist man, ob man dann so Marvel-Held ist. Bei Lego hatten wir Abenteurer, bei Star Wars hatten wir Jedi. Bei DC war es immer auch Superheld. Da müssen wir hier jetzt auch Superheld sein. Hier gibt es ja witzigerweise, es gibt ja diese Lego Superheroes Collection. Das ist ja dann Marvel und DC so bunt gemischt. Da gibt es ja beides. Okay. Von den Spielsachen. Wahnsinn. Wir werden in der nächsten Episode vielleicht rausfinden, was wir dann geworden sind. Dann geht es nämlich auch weiter, weil dann zeigen wir endlich mal, was wir noch nicht in der Demo gesehen haben. Ja, mal was Neues. Genau. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.